Bist du auf dem Weg nach oben oder bist du auf dem Weg nach unten? Willkommen zurück hier beim neuen Video. Heute mit dem Thema: Auf welchem Weg bist du? Auf welchem Weg befindet sich dein Leben? Wir haben neues Jahr 2019 und deswegen macht es Sinn, sich mal anzuschauen. Nicht, dass das nicht sonst auch Sinn machen würde, aber es macht Sinn, sich mal anzuschauen, auf welchem Weg sich dein Leben, mein Leben eigentlich befindet. Wenn du mir zuschaust, dann bist du im Schnitt 26 bis 35 Jahre und hast noch einiges an Leben vor dir, mal vorausgesetzt, du stirbst jetzt nicht frühzeitig an irgendwas. Die meisten Menschen sind eher auf dem Weg nach unten oder bleiben immer gleich. Dann macht man sich neueres Vorsätze, aber einfach nur, weil man das so macht und einen Monat später ist das wieder alles vorbei. So macht das die große Masse, so musst du es aber nicht machen. Wenn du hier auf dem Channel bist, dann bist du hier, weil du mehr Erfolg mit Frauen willst. Dann bist du hier, weil du herausfinden möchtest, wie du ein attraktiverer Mann werden kannst. Und wenn du das herausfinden möchtest, dann solltest du dir regelmäßig die Frage stellen: Bin ich auf dem Weg nach oben oder bin ich auf dem Weg nach unten? Und ich habe da schon mal ein Instagram-Video darüber gemacht. Beides ist sehr einfach. Ein Glas Wasser zu trinken ist sehr einfach. Ein Glas Cola zu trinken ist auch sehr einfach. Beides sehr einfache Auswahlmöglichkeiten. Nichts davon ist schwierig. Die kleinen Entscheidungen verändern deine Richtung nach oben oder unten. Sprichst du die Frau an? Sprichst du sie nicht an? Putzt du heute Morgen Zähne? Tust du es nicht? Gibst du noch den Rest beim Studium auf der Arbeit oder nicht? Kleinigkeiten. Bleibst du noch die 10 Minuten länger im Fitnessstudio oder nicht? Gehst du überhaupt hin oder nicht? Wo befindet sich dein Leben? Wenn du an dem Punkt bist und dir jetzt denkst, mit Frauen läuft es nicht so und ich würde mir wünschen, dass es besser mit Frauen läuft, dann schau dir mal an, auf welchem Weg befindet sich denn dein Leben? Denn eine Sache kann ich dir sagen aus meiner Erfahrung mit hunderten Teilnehmern: Männer, die sich auf einem Abwärtsweg befinden, haben ganz oft Probleme mit Frauen. Männer, die sich auf einem Aufwärtsweg befinden, selten. Die Männer, die zu mir kommen und sich bereits auf einem Aufweg befinden, denen fällt es leicht im Coaching. Mit denen habe ich schnelle, gute Erfolge. Männer, die zu mir kommen, die sich auf einem Abwärtsweg befinden, da muss man einiges gegenarbeiten. Aber das muss nicht so sein. Du kannst jeden Tag gute Entscheidungen treffen. Du solltest dich jeden Tag fragen: Wie bin ich in meinem Leben vorangekommen? Ohne Stress. Du musst dir keinen Stress machen. Nicht den ganzen Tag hasseln. Darum geht es nicht. Es geht darum zu schauen: Wie habe ich mein Leben heute verbessert? Karriere, Fitness, Finanzen, Frauen, Familie und Freunde, Spiritualität, Religion. Das sind so große Bereiche, das müssen nicht deine Bereiche sein, aber das sind so die häufigsten Bereiche. Und frag dich einfach: Was habe ich heute gemacht in diesen Bereichen? Wie bin ich heute besser geworden? Du kannst, aber musst dich nicht unbedingt mit anderen Leuten vergleichen, aber mit wem du dich auf jeden Fall vergleichen solltest, das bist du gestern. Heute solltest du dich mit dem gestern vergleichen. Wie war ich gestern? Bin ich ein bisschen besser geworden von gestern zu heute? Und wenn nicht, warum nicht? Bin ich vielleicht schon seit langer Zeit nicht mehr besser geworden? Wir haben oft darüber geredet, warum Frauen Interesse an Männern verlieren, und es hat fast ausschließlich damit zu tun, dass Männer aufhören, Gas zu geben. Dass Männer aufhören, die beste Version ihrer selbst sein zu wollen. Du lernst die Frau kennen, du gibst Gas. Dein Leben läuft, du bist auf dem Weg zur besten Version deiner selbst. Nicht mit Stress. Dann kommt die Beziehung oder die Frau und du merkst: Ach, jetzt habe ich die Frau, ja, jetzt habe ich ja den Erfolg und Frauen, jetzt kann ich mich ja darauf ausruhen. Und dann hörst du auf und dann ist die Frau weg. Visuelle Hand hoch, wer das schon mal so erlebt hat.
Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du dich jeden Tag fragst, geht mein Leben bergauf oder geht es bergab? Wenn du meinetwegen jeden Tag Tagebuch führst und dich im Tagebuch fragst, geht mein Leben bergauf oder geht es bergab? Dann kann dir das gar nicht passieren, vorausgesetzt du handelst dann auch nach den Erkenntnissen, die du daraus ziehst. Als ich angefangen habe mit diesem ganzen Flirt-Thema, da habe ich jeden Tag Tagebuch geführt. Was habe ich heute erlebt? Wie waren meine Flirts? Welche Theorien, welche Muster, psychologischen Muster habe ich vielleicht erkannt? Was lief heute gut bei mir im Leben? Was hätte besser laufen können? Und auch ich habe mal damit aufgehört für eine Zeit. Und das habe ich gemerkt. Das habe ich auch im Umgang mit den Frauen in meinem Leben gemerkt. Frauen werden dich immer herausfordern, die beste Version deiner selbst zu sein. Aber das muss gar nicht so sein, wenn du von dir aus immer die beste Version deiner selbst sein willst. Kleine Handlungen, kleine Entscheidungen machen einen enormen Unterschied. Ein Glas Wasser jeden Tag macht einen enormen Unterschied in einem Jahr. Ein Glas Cola jeden Tag einen enormen Unterschied in einem Jahr, negativ gesehen. Beides sind leichte Entscheidungen. Es ist nicht schwer, ein Glas Wasser zu trinken. Es ist nicht schwer, ein Glas Cola zu trinken. Kleine Entscheidungen machen den Unterschied. Und was du verstehen musst, ist, dass dumme Entscheidungen mehr dumme Entscheidungen nach sich ziehen. In dem Moment, wo du die Cola getrunken hast, denkst du dir, ach, jetzt kann ich mich auch hinsetzen und auf Netflix kurz einen Film schauen und eine Serie. Ach, jetzt brauche ich auch nicht mehr rausgehen, Frauen ansprechen. Fitnesscenter kann ich auch morgen machen. Das ist dieses klassische, ich habe heute über meine Kalorien gegessen und jetzt kann ich essen, was ich will, Prinzip. Was viele Leute erleben, die abnehmen wollen. Gute Entscheidungen wiederum sorgen für weitere gute Entscheidungen. Wenn du aufstehst, früh, du legst los, sagen wir, du studierst, was auch immer, du studierst, setzt dich 5 Stunden an den Schreibtisch, 4, 3, hast schon am Morgen, bevor andere Leute aufstehen oder bevor andere Leute richtig loslegen, schon richtig Gas gegeben. Wie glaubst du denn, wird der Rest deines Tages dann laufen? Du gehst ins Fitnesscenter, Sport machen, sprichst die Frau an auf der Straße, die dir gefällt, ernährst dich gut, triffst dich mit Freunden, hast Spaß und förderst deine sozialen Bindungen. Und am Ende des Tages legst du dich hin mit dem Wissen, das war ein geiler Tag. Und das war ein Tag, der mein Leben auf dem Weg nach oben gebracht hat, nicht runter. Je länger du auf dem Abwärtsweg bist, desto schwerer ist es, da wieder runterzukommen und vice versa. Das heißt, je länger du auf dem Aufweg bist, desto einfacher wird das. Am Anfang, und ich erinnere mich dran, am Anfang gehst du raus und sprichst Frauen und denkst dir so, oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Wie soll ich Disziplin dafür haben? Beim Studieren, beim Videos machen, bei der Selbstständigkeit, bei was auch immer, beim Trainieren. Ich war früher enorm übergewichtig. Und die ersten Sporteinheiten damals mit, es waren 15, 14 noch, die waren so hart. Ich hatte sowas von keine Lust. Heutzutage ist es so, Sport geht mir von der Hand. Ich kann nicht Sport machen, das geht überhaupt nicht. Das ist ganz in meinem Alltag drin. Ich bin diesen Weg immer wieder gegangen, habe immer wieder diesen Aufwärtsweg gewählt, immer diese kleine richtige Entscheidung. Und jetzt ist es einfach. Die Sachen, die jetzt schwer für dich sind, können in einem Jahr, wie am Anfang des Jahres, leicht für dich sein. Du glaubst nicht, wo du in einem Jahr stehen kannst, aber vor allem glaubst du nicht, wo du in 3 Jahren stehen kannst, in 10 Jahren. Meist überschätzen wir so ein bisschen, was wir in einem Jahr schaffen, aber unterschätzen enorm, was wir in 3 Jahren schaffen. Vor 3 Jahren war ich noch nicht selbstständig. Vor 3 Jahren war ich angestellt als Coach. Mittlerweile gehört mein Tag mir. Komplett. Ich muss niemandem Antwort und Rede stehen. Niemandem. Das war noch nicht vor 3 Jahren so. In einem Jahr kannst du an einem Punkt stehen, von dem du jetzt nicht glaubst, dass du da stehen kannst. Also frag dich dieses Jahr regelmäßig, bin ich auf dem Aufwärtsweg oder bin ich auf dem Abwärtsweg?